Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute mache ich mit euch einen leckeren, schnellen Fanta-Teig. Man hat ja nicht immer Lust, ein Biskuit zu machen und Fanta-Teig ist echt eine tolle Alternative. Die Zutaten, also jetzt die Erdbeeren und Sahne Mascarpone, die denken wir einfach weg, ne? Das hatte ich gerade nur auf dem Tisch mitstehen. Die Zutaten, die sind auch nicht wild, ihr könnt ja das sehen hier, ich sage euch das gleich nochmal auf und in der zur Infobox, da wird das natürlich auch nochmal stehen. Ihr müsst euch natürlich das, was in der Infobox steht, ein bisschen so runterrechnen, weil ich habe hier ein großes Blech und wenn ihr so ein Ofenblech macht, dann nehmt ihr einfach nur die Hälfte. Weil das Blech hatten wir mal selber gemacht, ne? Oder beziehungsweise ein Schlosser hat es gemacht. Ne? Und das passte so gastronom, ist das wunderbar dafür. Na gut, okay, mal kurz abgeschweift. Folgende Zutaten für diesen Fanta-Bohnen. Wir brauchen 10 Eier, dann brauchen wir 500 Gramm Zucker, dann 2x Vanille, 1x Backpulver, 700 Gramm Mehl, 250 Gramm Öl. Aber das war doch, Öl war doch mehr, ne? Nee, mehr wolltest du nicht. An die 125, genau. Und dann haben wir noch hier Fanta, 350 Gramm. Das ist eigentlich eine schnelle Geschichte. Wir machen hier Eier, Zucker, dann 2x Vanillezucker rein. Das schlagen wir erstmal so ein bisschen auf. So. Und dann kommen nachher noch Mehl und Öl rein und das war's dann. So. Erstmal ein bisschen langsam. Und dann kommt das nachher hier in der Form rein und dann ist gut. Und jetzt machen wir schnell. Ein bisschen aufmachen, dauert einen kleinen Moment, so, kleine Pause, ist an, so, Backpulver, dann müsste ich hier um das Mehl schon mal mit rein, das reicht schon, so, jetzt machen wir das Mehl da rein, also eigentlich so ein Rezept, was ich von meiner Schwester hatte, ja, das wohl. Aber schon vor, weiß nicht, 120 Jahren oder so. So. Jetzt machen wir dann die Fanta mit rein. Das schäumt ja so schön. Und dann kommt gleich noch das Öl rein und dann ist das eigentlich fast fertig. Dann wird das hier auf dem Kuchen verteilt und dann kommt es bei 160 Grad unten im Ofen rein. Ungefähr. Riecht auch lecker. Ja. So, jetzt kommt das Öl noch dazu. Das war zu schnell, Ariel. Kannst du langsam machen, doch. So, brauchst du die ganze Zeit färben, das ist. Guckt sich ja. So, der ist jetzt zerfertigt. Das ist auch eine ganz schnelle Geschichte eigentlich, ne? Der ist auch noch relativ flüssig. Deswegen haben wir hier so eine Folie da drunter. Ich hoffe, wir haben genug da drunter. Nee, haben wir nicht. So, der Teig ist fertig. Der kommt jetzt einfach da rein. Und dann kommt er im Ofen, so ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe den so lange nicht mehr gemacht. Bestimmt 4-5 Jahre nicht mehr. So, okay, jetzt mache ich mir den Ofen auf. So kannst du da hinkommen. So, jetzt schieben wir den rein. Ich habe ihn vorgeheizt auf 150, 160 Grad und dann kommt er so für eine halbe Stunde rein. Und dann sehen wir uns wieder. So, der war jetzt eine halbe Stunde drin, jetzt stecken wir den mal rein. So könnt ihr sehen, da klebt nichts. Dann nehmen wir nochmal eine zweite Stelle, klebt nichts, jetzt fertig. Den holen wir jetzt raus, dann lassen wir den abkühlen und morgen benutzen wir den. Nachher, wenn er abgekühlt ist, mache ich nochmal Folie drüber, damit er nicht austrocknet. Der sieht aber richtig toll aus. Und schöner, der ist schön locker. Schöner Bohnen. Ihr habt jetzt gesehen, wie schnell eigentlich der Fanta-Bohnen gemacht wird. Ja, wenn euch mein Kanal gefällt und ihr gerne kocht oder backt oder so, abonniert ihn, freue ich mich drüber. Klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Und dann kann ich natürlich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen und so ein Fanta-Teig. Und wie gesagt, denkt dran, wenn ihr den ganz normalen Haushaltsofen nimmt, dann braucht ihr nur die Hälfte an Rezept. Und das ist eigentlich ein Bohnen, der immer klappt. Gut, okay, dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Euer Ariel und tschüss.